Jens, dann bitte Nils und nicht Jens. Entschuldigung. Ah, wunderbar. Liebe Freundinnen und Freunde, Bezirksstadtrat in Pankow bin ich. Was in Pankow in den letzten Jahren gewesen ist, hat Berlin noch vor sich. Nämlich ein erhebliches Wachstum, es ist hier darauf abgehoben worden. Der vorliegende Leitantrag Wohnen in Berlin hat im Übrigen meiner Meinung nach das Zeug zu einem großen Wurf. Dessen sollten wir uns schon bewusst sein, weil es geht um Antworten. Zu einem großen Wurf einerseits nach innen, weil, machen wir uns nichts vor, wir brauchen auch parteiintern eine Vergewisserung für die künftige Entwicklung dieser Stadt und die bündnisgrüne Handschrift, aber auch nach außen, weil wer in dieser Stadt Verantwortung hat oder Verantwortung haben will, muss klar erkennbar sein, kann sich nicht um Antworten drücken und kann auch nicht sagen, das müssen wir mal ergebnisoffen diskutieren, sondern muss klare Kante zeigen. Der vorliegende Leitantrag gibt diese Antworten und ich bin davon überzeugt, dass auch in den weiteren Debatten, auch in Hinsicht auf 2016, hier die lebendige Debatte in dieser Partei noch fortgeführt werden wird. Es geht um eine drängende Frage, Wohnen. Und ja, selbstverständlich müssen sich auch die Bündnisgrünen in dieser Stadt dazu äußern. Und deswegen ist es nicht zu spät und auch nicht zu früh, sondern genau richtig. Unsere Parteifreundin und Stadtratskollegin Maria Vassilakou aus Wien, auch eine wachsende Metropole, hat in ihren Thesen für eine lebendige Stadt formuliert, und da können wir durchaus selbstbewusst, wie wir sind, Berlin oder jeweils euren Bezirk einsetzen, formuliert, Stadt ist dort, wo viele Menschen leben wollen. Ja, die Menschen kommen her, Touristen oder für immer oder Studenten, und die fragen uns nicht, sondern sie kommen und das ist eine Herausforderung. Stadt ist Effizienz. Effizienz kennen wir unter grünen, bündnisgrünen Aspekten so eher, wenn wir über Energieeffizienz reden, aber Stadt ist auch Flächeneffizienz. Stadt ist im Übrigen auch Wegeeffizienz, Verkehrseffizienz. Da müssen wir an der Stelle sicherlich noch unsere Sichtweise schärfen. Stadt ist Vielfalt und Inklusion. Das hört sich so einfach an, aber wer Vielfalt will, muss in einer Stadt wie Berlin auch Vielfalt aushalten können. Und da denke ich schon, sind wir lernende Systeme. Stadt ist Innovation und Transparenz, das ist sicherlich das Einfachste für uns zu deklinieren, aber Stadt ist Kontroverse und Dialog. Und gerade die Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker, die vor Ort teilweise vor 500, 600 Leuten stehen, die alle brüllen, wir sind das Volk und warum baut ihr hier? Denen müssen wir stellen und da haben wir eine besondere Herausforderung und ich glaube, wir sind da auch gut geübt, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Partizipation, Transparenz und vor allen Dingen auch Offenheit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich stelle eine weitere These dazu, die auf Erfahrungen aus Pankow basiert. Stadt ist Konkurrenz. Stadt ist Konkurrenz um Ressourcen, hauptsächlich der Kampf um die Flächen, aber auch um Nutzungsarten und insbesondere um bezahlbare Wohnungen. Darüber sollten wir uns klar sein. Und je härter im Übrigen die Konkurrenz ist, desto härter sind auch die Bandagen. Und da hilft es auch gar nicht, sich bequem in irgendwelche ideologischen Mustern zu bewegen, sondern es sind Konkurrenzen zum Gemeinwohl. Da geht es um grüne und soziale Infrastrukturwohnungen und auch um Flächen für nachhaltigen Verkehr. Und zu all diesen Fragen gibt dieser Leitantrag Antworten. Und es verwundert jetzt nicht, dass ich mit all meiner Leidenschaft und all meinem Spaß an der Kommunalpolitik sehr stark um die Zustimmung zu diesem Leitantrag werbe. Herzlichen Dank.